Mit etwas Verspätung, für die wir uns entschuldigen, begrüße ich euch zum nächsten Vortrag am Winterkongress 2022 der Digitalen Gesellschaft in der Aktionshalle und freue mich, Liliane Obrecht, Andreas Geppert und Tobias Urech begrüßen zu dürfen. Andreas Geppert ist Mitglied der Digitalen Gesellschaft und macht bei Reclaim Your Face als DigiGES-Vertreter mit. Liliane Obrecht ist von der Universität Basel. Sie ist Doktorandin an der Juristischen Fakultät. Und Tobias Urech ist Campaigner bei Algorithm Watch. Der Titel des Vortrags lautet Gesichtserkennung stoppen. Eine kurze Vorbemerkung, bevor wir mit dem Vortrag beginnen. Bitte hinterlegt eure Fragen im Chat. Den Zugang findet ihr unten. Die beiden Buttons. Der eine Button ist für eure Fragen, Antworten im Anschluss an den Vortrag. Der zweite Button ist für den nachgelagerten BBB-Chat, zu dem dann die Referenten sich auch noch einfinden werden. Ich übergebe das Wort an die Referenten. Vielen Dank für die Einführung und hallo auch von unserer Seite. Wir möchten euch die Kampagnen sowohl auf europäischer Ebene als auch auf Schweizer Ebene vorstellen zum Thema oder gegen Gesichtserkennung und darüber hinaus biometrische Identifikation. Ich fange an mit der europäischen Ebene, konkret Reclaim Your Face. Ein paar Worte vorneweg. Gesichtserkennung ist eine Form der biometrischen Verarbeitung. Der problematische Fall ist die Gesichtserkennung als oder zur Identifikation. Da geht es darum, dass man ein aktuelles Bild hat von einer Person, von der man nicht weiß, wer sie ist, aber wissen möchte, wer sie ist, was diese Identität ist, dieser Person. Dann hat man ein Gesichtserkennungssystem. Das ist ein, man könnte das als ADM-System bezeichnen oder als KI-System. Und dieses System vollführt einen Vergleich mit den Templates von so und so vielen anderen Gesichtsbildern, von denen man die dahinterliegenden Identitäten kennt. Man spricht also von einem 1-zu-N-Match, weil man ein Bild mit vielen anderen vergleicht. Wenn das System eine Übereinstimmung findet, also einen Match hat, dann kennt man die Identität der Person, die in diesem aktuellen Bild zu sehen ist. Es gibt noch andere Use Cases sozusagen für Gesichtserkennungstechnologie und biometrische Verarbeitung, aber diese Identifikation, also die biometrische Identifikation, das ist der kritische Fall. Gesichtserkennung, wir reden oft von Gesichtserkennung, weil sich darunter die meisten Leute was vorstellen können. Biometrische Identifikation geht aber viel weiter. Man kann die gleichen oder ähnliche Techniken verwenden für Stimmen zum Beispiel, für Ganganalyse. Also es gibt noch ganz viel mehr Möglichkeiten der biometrischen Identifikation. Das Problem dieser biometrischen Identifikation ist, dass sie ein sehr dystopisches Potenzial hat, ein großes Potenzial für Verletzungen von Grund- und Menschenrechten auf großer Basis, nämlich dann, wenn sie für Massenüberwachung eingesetzt werden kann oder eingesetzt wird. Mehr möchte ich zur Gesichtserkennung, zur biometrischen Identifikation grundlegend nicht sagen. Vielleicht habt ihr ja die Veranstaltung beim letzten Winterkongress gesehen, verfolgt. Es gab eine Einführung, also einen Vortrag und eine Podiumsdiskussion. Beide sind aber auf der Winterkongressseite vom letzten Jahr noch verfügbar. Das heißt, ihr könnt sie euch dann in Ruhe nach diesem Vortrag anhören oder anschauen. Und wir möchten uns stattdessen jetzt auf Reclaim Your Face und dann die Schweizer Kampagne konzentrieren. Ich habe gesagt, biometrische Identifikation hat ein sehr großes Potenzial für Grundrechtsverletzungen, ein dystopisches Potenzial. Und deswegen ist ein sehr breiter Widerstand in der Zivilgesellschaft unter NGOs entstanden. Auf europäischer Ebene eben Reclaim Your Face.
Reclaim Your Face ist der Name einer Kampagne, eines Bündnisses, das aus EDRI heraus entstanden ist. EDRI steht für European Digital Rights und ist ein Netzwerk von NGOs, die sich netzpolitisch engagieren, die sich für Grundrechte im digitalen Raum, in der Digitalisierung einsetzen. Also NGOs wie die DigiGES in der Schweiz zum Beispiel. Also wir sind Mitglied bei EDRI. Und da ist vor nicht ganz 2 Jahren, 2020, hat sich dieses Reclaim Your Face-Bündnis gebildet mit dem Ziel, mit dem schlussendlichen Ziel eines Verbots von Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Und das hat auf 2 Ebenen stattgefunden. Auf einer europäischen Ebene, auf einer EU-Ebene appelliert man an die EU, also die Kommission zum Beispiel, appelliert man an die EU, Gesichtserkennung für Massenüberwachung im öffentlich zugänglichen Raum zu verbieten, sich dafür einzusetzen, dass in den Mitgliedstaaten bereits existierende Gesichtserkennungspraktiken beendet werden und auch entsprechende Gesetzesvorhaben, die schon laufen, abgebrochen werden. Es sollen keine Projekte zur biometrischen Identifikation gefördert werden und die Datenschutzbehörden sollen gestärkt werden, um diese Regelung tatsächlich durchzusetzen. Und wenn man zum Beispiel nach Irland schaut, dann ist da offensichtlich, sieht man da, dass man den Datenschutz zum Beispiel unterlaufen kann, indem man die Datenschutzbehörde entsprechend klein hält. Das ist die EU-Ebene und gleichzeitig gibt es aber Kampagnen auf nationaler Ebene. Und das müssen dann nicht EU-Länder sein oder Organisationen in EU-Länder, die diese Kampagne betreiben, sondern das können andere europäische Länder auch sein. Serbien zum Beispiel ist da aktiv oder NGOs in Serbien. Oder eben auch die DigiGES in der Schweiz. Wir sind ja auch kein EU-Mitglied. Diese Reclaim Your Face-Kampagne, die startete also vor nicht ganz 2 Jahren. Es gab auch eine Petition, die man unterschreiben konnte. Und dann war der nächste Schritt hin zu einem mehr formellen, verbindlichen Unternehmen, nämlich einer European Citizens Initiative, also einer europäischen Bürgerinneninitiative. Das ist ein relativ neues Instrument in der EU, mit der die Beteiligung der Zivilgesellschaft gefördert werden soll, offensichtlich. Das Prinzip bei so einer Initiative ist, dass man 1 Jahr lang Zeit hat, für sein Anliegen 1 Million Unterschriften zu sammeln. Man muss dann zusätzlich oder diese 1 Million Unterschriften lang nicht, die können nicht aus einem Land kommen, sondern man muss dann in 7 Mitgliedsländern mindestens einen gewissen Schwellwert erreichen, einen gewissen Minimalwert. Wenn man das schafft, muss sich die EU-Kommission diesem Anliegen widmen, die müssen Stellung dazu nehmen, die müssen antworten, die müssen sich damit auseinandersetzen. Sie müssen nicht unbedingt ein Gesetz erlassen, also es ist nicht so formell und so stark geregelt wie jetzt in der Schweiz mit Initiativen zum Beispiel. Aber immerhin, man kann die EU-Kommission zwingen, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen. Also Reclaim Your Face hat dann diese Initiative gestartet. Die DigiGES war von Anfang an dabei, praktisch als Mitglied der Kerngruppe. Relativ kurz darauf sind dann auch Algorithm Watch und Amnesty International dazugestoßen. Die Kampagne ist vor mehr als einem Jahr gestartet, am 17. Februar. Die Frist wäre also eigentlich schon rum, wurde aber wegen der Pandemie verlängert bis zum 1. August 2022. Und die Forderungen sind die gleichen wie auch bei Reclaim Your Face, also Verbot von biometrischer Identifikation zur Massenüberwachung. Wie stehen wir da im Moment? Also Anfang der Woche, am 22.02. waren wir bei etwas mehr als 68.000 Unterschriften, die meisten davon aus Deutschland, sowohl absolut als auch prozentual gemessen an dem Schwellwert, den man erreichen muss. Aber selbst in Deutschland haben wir noch nicht einmal die Hälfte der Stimmen, die wir dort bräuchten. Und insgesamt haben wir weniger als 10%.
Man kann spekulieren, woran das liegt. Ich denke, es gibt hauptsächlich zwei Gründe. Der eine ist die Pandemie natürlich. Es war nicht möglich, auf die Straße zu gehen und Unterschriften zu sammeln. Das haben wir ja auch gemerkt hier in der Schweiz. Und in anderen Ländern waren die Regelungen noch strenger. Das zweite ist, es handelt sich um ein neues Instrument. Also die wenigsten Bürgerinnen in der EU wissen, was eine ECI ist. Und aber auch für die Organisationen, für die NGOs ist es ein neues Instrument, von dem sie noch nicht so recht wissen, wie sie umgehen. Und darüber hinaus gibt es vielleicht auch noch thematische Schwierigkeiten, dass die Betroffenheit nicht so verstanden wird, wie das wünschenswert wäre. Und das ist vielleicht was, was wir nachher noch diskutieren können. Und dann ist was passiert, relativ kurz darauf, was dann eigentlich die Relevanz oder die Problematik dieser Stimmensammlung vielleicht etwas entschärft. Und das ist der AI Act in der EU. Der ist schon oft erwähnt worden heute von der Frau Behrendt, auch dann später bei der ADM-Regulierung. Das ist ein Vorschlag der EU-Kommission zur Regulierung der KI in der EU. Da gibt es verschiedene Kategorien. Da gibt es verbotene Systeme. Es gibt Hochrisikosysteme und Niedrigrisikosysteme. Und hier taucht die biometrische Identifikation dann auf unter den verbotenen Systemen. Allerdings nur dann, wenn sie real-time ist, wenn sie remote ist aus der Entfernung und wenn sie durch Strafverfolgungsbehörden betrieben wird. Das sind also eine sehr enge Definition und jeder dieser Begriffe ist wichtig. Und dazu gibt es noch sehr breite Ausnahmen, wann dann auch für die Strafverfolgungsbehörden doch wieder Gesichtserkennung erlaubt ist. Abgesehen von dieser engen Definition, also remote, also biometrische Identifikation aus der Entfernung, wird dann an sich nicht durch Strafverfolgungsbehörden, nicht real-time, die wird als hohes Risiko geführt in diesem Act. Und damit hat, man kann einerseits sagen, damit hat Reclaim Your Face bereits das Ziel erreicht. Die EU, ein Stück weit, die EU beschäftigt sich mit diesem Thema, sie hat Stellung bezogen. Aber der Vorschlag, der geht uns natürlich bei weitem nicht weit genug, der ist viel zu kurz gegriffen. Und von daher ist unser Fokus jetzt ein Stück weit verschoben, weg davon, diese noch möglichst weit zu kommen mit dieser Initiative, idealerweise noch die Anzahl der Stimmen zu erreichen, hin zur Advocacy und zum Lobbyieren, diesen Gesetzesvorschlag, den es bereits gibt, dann möglichst zu verbessern in unserem Sinne. Und das tun wir. Das tut EDRI, tut Reclaim Your Face. Die Reaktion ist, wie gesagt, dass die Regelung geht bei weitem nicht weit genug. Und wir versuchen jetzt durch Stellungnahmen, durch Briefing von Europaparlamentsabgeordneten diesen Vorschlag eben zu verbessern, hin dazu, dass es ein umfassendes Verbot gibt von biometrischer Identifikation und dass eben diese Einschränkungen, dass die fallen, dass die nicht verwendet werden können, praktisch als Blaupause für Strafverfolgungsbehörden dann doch Gesichtserkennung betreiben zu dürfen. Was zunehmend auch immer ein größerer Schwerpunkt wird, über die reine Gesichtserkennung oder über die biometrische Identifikation hinaus, das ist alles, was mit Kategorisierung von Personen zu tun hat, also die Analyse von irgendwelchen Human Features, die dann zu Klassifikation und Kategorisierung führt. Also wer ist eine gefährliche Person aufgrund irgendwelcher körperlichen Eigenschaften? Wer zeigt auffälliges Verhalten gemessen an irgendwelchen Kriterien? Diese Dinge. Auch Emotionserkennung. Tanja hat im Vortrag vorher darüber gesprochen. Auch das ist ein sehr umstrittenes Gebiet und auch da engagiert sich Reclaim Your Face zusehend. Und darüber hinaus sollte jede Form der Massenüberwachung verboten werden. Im Prinzip, also bei Vorratsdatenspeicherung ist es bereits klar, es handelt sich um eine anlasslose Form der,
der Massenüberwachung und daher um sehr massive Grundrechtseingriffe. Gesichtserkennung, biometrische Identifikation ist eigentlich noch ein Schritt weiter, weil der Vorratsdatenspeicherung kann ich mich entziehen, der Gesichtserkennung im öffentlichen Raum kann ich mich nicht entziehen, der bin ich wirklich machtlos ausgeliefert. Gut, das ist das, was ich über Reclaim Your Face, die europäische Ebene, sagen wollte. Und damit gehen wir dann über auf die Schweizer Ebene und ich möchte dazu übergeben an Lilian. Dankeschön. Genau, herzlichen Dank, dass ich hier sprechen darf zur Gesichtserkennung im öffentlichen Raum in der Schweiz, zur rechtlichen Situation. Vielleicht ganz kurz, warum bin ich jetzt speziell hier? Ich arbeite in einem Projekt an der Universität Basel in Kollaboration mit der Universität Zürich zur rechtlichen Regulierung von künstlicher Intelligenz. Und wir befassen uns unter anderem eben auch mit Gesichtserkennung. Vielleicht ganz kurz zur Übersicht, was erwartet uns jetzt die nächsten rund 10 Minuten? Ich möchte kurz sprechen über den öffentlichen Raum, über biometrische Daten und was überhaupt die rechtliche Relevanz dieser Begriffe ist. Dann kommen wir zu ein paar datenschutzrechtlichen Vorgaben, die sowohl für Private als auch für den Staat zu gelten haben. Und dann werden wir eine Unterscheidung vornehmen zwischen dem Einsatz von Gesichtserkennung durch Private und durch den Staat, weil dort gelten jeweils unterschiedliche Anforderungen. Und zum Schluss ziehe ich noch gerne ein kurzes Fazit. Ja, was ist denn überhaupt dieser öffentliche Raum? Es gibt auf Gesetzesstufe oder auch auf Verordnungsstufe keine Regulierung dazu, keine Definition. Wir verstehen jetzt hier im Rahmen des Vortrags den öffentlichen Raum als einen Ort, für die Allgemeinheit physisch zugänglich ist, ganz unabhängig davon, ob irgendwelche Zugangsbeschränkungen gelten oder in wessen Eigentum jetzt dieser öffentliche Raum liegt. Biometrische Daten, das ist auch ein wichtiger Begriff im Zusammenhang mit maschineller Gesichtserkennung. Daten, die während der Gesichtserkennung bearbeitet werden, sind sogenannte biometrische Daten. Das sind also spezifische Daten, die es erlauben, eine Person zu eben identifizieren oder eine Verifikation auch vorzunehmen. Und das revidierte Datenschutzgesetz, das kategorisiert diese biometrischen Daten als besonders schützenswerte Personendaten. Und diese besonders schützenswerten Personendaten haben auch eine besondere Stellung im Rahmen des Datenschutzgesetzes. Es gelten nämlich erhöhte Anforderungen in jeglichen Bereichen. Und was ist nun die rechtliche Relevanz? Also aus rechtlicher Sicht ist es eigentlich nicht wichtig, ob man jetzt in diesem Zusammenhang von einer spezifischen Technologie spricht, ob man zum Beispiel von künstlicher Intelligenz spricht oder nicht, sondern es geht vielmehr um die allgemeine Gefahr der Massenüberwachung. Und Massenüberwachung bedeutet in diesem Kontext eine breit angelegte staatliche Überwachung. Und es wird auch der Umstand berücksichtigt, dass besonders schützenswerte Personendaten bearbeitet werden. Ich habe schon erwähnt, dass ich die datenschutzrechtlichen Vorgaben ansprechen möchte. Und das Datenschutzrecht statuiert einige allgemeine Grundsätze, Definitionen und Pflichten, die sowohl durch den Staat als auch durch die Privaten berücksichtigt werden müssen, wenn Personendaten bearbeitet werden. Ausgangspunkt jeglicher Datenbearbeitung ist immer die Rechtmäßigkeit. Und dazu komme ich dann sogleich gesondert bei den Privaten und beim Staat. Eine Datenbearbeitung hat zudem verhältnismäßig zu sein. Sie muss also geeignet, erforderlich und zumutbar sein. Und gerade wenn man sich überlegt, dass Gesichtserkennung zur allgemeinen Gefahrenabwehr eingesetzt werden soll, wird wohl regelmäßig ein milderes Mittel zur Verfügung stehen und die Erforderlichkeit wäre nicht gegeben. Also zum Beispiel kann man sich vorstellen, baulich-technische Maßnahmen oder auch polizeilich-organisatorische Maßnahmen, die ein verhältnismäßigeres Mittel darstellen würden. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip, das umfasst auch den Grundsatz der Datenvermeidung und der Datensparsamkeit. Und das widerspricht ja eigentlich diesen ganzen Möglichkeiten, die maschinelle Gesichtserkennung mit sich bringt. Nämlich, es müssen sehr viele Daten generiert werden, benutzt werden, um treffsichere Outputs eben generieren zu können. Und deshalb kann man hier ein gewisses Spannungsverhältnis sehen, ebenfalls wiederum zum Verhältnismäßigkeitsprinzip. Mit der Verhältnismäßigkeit hängen ebenfalls noch zwei weitere Grundsätze zusammen, nämlich der Grundsatz der Zweckbindung und der Erkennbarkeit. Bei einer Datenbearbeitung muss immer der Bearbeitungszweck festgelegt sein und dieser Bearbeitungszweck muss auch immer stets eingehalten werden.
Wenn man sich jetzt überlegt, wiederum das Beispiel, dass maschinelle Gesichtserkennung zur allgemeinen Gefahrenabwehr eingesetzt wird, kann es sein, dass dieser Bearbeitungszweck eben untergraben wird, weil es werden sehr vielseitige und breite Analysemöglichkeiten geschaffen. Wie erwähnt, muss die Datenbearbeitung auch erkennbar sein. Das heißt, es muss eine angemessene Information bestehen. Angemessen muss eine Information sein, wenn erkennbar ist, welche Rechte eine betroffene Person nach Datenschutzrecht hat. Ein allgemeines Hinweisschild beispielsweise, das einfach ein Symbol enthält, auf dem ein Gesichtserkennungssymbol besteht, das könnte also nicht hinreichend sein und somit ungenügend. Zu erwähnen ist noch der Grundsatz der Datenrichtigkeit, also gefordert wird Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Und dort ist ganz wichtig, dass die Daten sehr divers sind, also bezüglich Alter, Gesichtsfarbe zum Beispiel und Geschlecht. So, das ist dann auch im engen Zusammenhang zu sehen mit dem Diskriminierungspotenzial, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen. Kommen wir zur Gesichtserkennung im öffentlichen Raum durch die Privaten. Also Ausgangspunkt ist, wie bereits erwähnt, die Rechtmäßigkeit einer Datenbearbeitung. Eine Datenbearbeitung durch Private ist nur zulässig, wenn keine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung vorliegt. Es müssen also die Grundsätze des Datenschutzrechts eingehalten werden, die ich vorher erläutert habe. Die Datenbearbeitung darf nicht gegen den ausdrücklichen Willen verstoßen und es muss ein Rechtfertigungsgrund vorliegen. Es gibt drei Rechtfertigungsgründe nach Datenschutzrecht. Ich konzentriere mich hier auf die Einwilligung aus zeitlichen Gründen. Die Einwilligung muss ausdrücklich und freiwillig erfolgen und es muss eine vorgängige Information stattgefunden haben. Und diese Informationspflicht als auch die Ausdrücklichkeit und die Freiwilligkeit sind sehr schwer umzusetzen. Wenn man sich vorstellt, dass das Betreten eines öffentlichen Raumes von der Einwilligung in die Gesichtserkennung abhängig gemacht wird, dann kann man nicht mehr von Freiwilligkeit sprechen. Oder zum Beispiel, wenn das Betreten eines Supermarkts, an dessen Eingang ein Schild mit Videosymbolen aufgestellt ist, kann auch nicht von einer ausdrücklichen Einwilligung ausgegangen werden. Und aus solchen Videosymbolen ergibt sich auch nicht der Zweck, zum Beispiel der Datenbearbeitung. Die Gesichtserkennung, der Gesichtserkennungseinsatz durch den Staat, der hat andere Anforderungen zu genügen. Wiederum ist Ausgangspunkt die Rechtmäßigkeit. Beim Staat bedeutet das, dass eine gesetzliche Grundlage gegeben sein muss. Man spricht hier im Zusammenhang des staatlichen Grundrechtseingriffs eben davon, dass die informationelle Selbstbestimmung betroffen ist. Und die informationelle Selbstbestimmung wird eben durch das Datenschutzgesetz konkretisiert. Im Kontext jetzt von Gesichtserkennung wird nicht nur irgendeine gesetzliche Grundlage verlängert, sondern eine formell gesetzliche Grundlage, also eine erhöhte Anforderung wird gestellt. Das heißt, eine gesetzliche Grundlage muss einen ordentlichen Gesetzgebungsprozess durchlaufen haben. Und man spricht in diesem Zusammenhang von einer genügenden Normstufe. Und neben dieser Normstufe muss eben auch eine genügende Normdichte gegeben sein. Das heißt, diese gesetzliche Grundlage muss nicht nur irgendwie bestehen, sondern sie muss hinreichend bestimmt sein. Der Bearbeitungszweck muss sich daraus ergeben, die beteiligten Organe, die Kategorie der Personendaten und die grobe Umschreibung des Bearbeitungsumfangs. Durch maschinelle Gesichtserkennung kann aber nicht diese prominente informationelle Selbstbestimmung betroffen sein, sondern auch weitere Grundrechte. Zum Beispiel die Meinungs- und Versammlungsfreiheit, wenn Gesichtserkennung dazu führt, dass eben eine negative Konsequenzen bestehen können, weil ein Abschreckungseffekt besteht. Man spricht hier von dem sogenannten Chilling-Effekt. Weiter gibt es auch Diskriminierungsrisiken, weil die Verwendung von diesen Gesichtserkennungstechnologien können dazu führen, dass falsche Resultate generiert werden. Und das Diskriminierungsrisiko zeigt sich immer umso eindringlicher, wenn die Fehlerrate bei bestimmten Personengruppen höher ausfällt als bei anderen. Also wenn an ein sogenanntes verpöntes Merkmal im Sinne des Diskriminierungsverbotes der Bundesverfassung angeknüpft wird. Das kann zum Beispiel beim Alter sein, wenn nur im Durchschnitt 40-jährige Gesichter erkannt werden, aber diejenigen von 18-, 19-Jährigen nicht. Um hier ein kurzes Fazit zu ziehen,
Wichtig ist, dass der staatliche Einsatz von Gesichtserkennung bedarf immer einer formell gesetzlichen Grundlage. Und aktuell ist weder auf Bundesebene noch auf kantonaler Ebene eine solche gesetzliche Grundlage auszumachen. Und im privaten Bereich bestehen sehr hohe datenschutzrechtliche Anforderungen bezüglich eines Einsatzes von Gesichtserkennung. Und hier möchte ich betonen, dass es darum geht, dass eben eine Einwilligung verlangt ist, die ausdrücklich ist, die freiwillig ist, sowie eine angemessene Information stattgefunden hat und dass eben das Verhältnismäßigkeitsprinzip gewahrt wird. Und damit übergebe ich sehr gerne an Tobi, der jetzt noch sprechen wird zur Kampagne Gesichtserkennung stoppen. Vielen Dank, Lilian. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Referat. Wie Lilian schon gesagt hat, werde ich jetzt die Kampagne vorstellen, die gemeinsam von der Digitalen Gesellschaft Schweiz, von Amnesty International Schweiz und Algorithm Watch Schweiz lanciert wurde im November. Ich selbst bin, wie schon angetönt, Campaigner bei Algorithm Watch und so auch dabei. Wir haben es gehört von Lilian, es gibt keine Erlaubnis für die Gesichtserkennung, aber auch kein explizites Verbot. Es bräuchte eine gesetzliche Grundlage. Nun, warum fordern wir jetzt dieses Verbot als diese drei NGOs mit dieser Kampagne? Wir sehen einfach einen großen Handlungsdruck. Wir sehen das beispielsweise bei verschiedenen Medienberichten. So gibt es eben auch Hinweise darauf, dass bereits Schweizer Polizeistellen Gesichtserkennung verwenden, allerdings nicht automatische Gesichtserkennung, soweit wir wissen, sondern eben Gesichtserkennungssysteme, die sie über bereits vorhandenes Videomaterial im Nachhinein dann laufen lassen. Dazu gibt es wie gesagt, eben schon mehrere Medienberichte, wie wir hier sehen. So werden auch teilweise eben diese verbotenen Gesichtserkennungs-Apps getestet, also dieses Clearview AI, von dem ihr vielleicht auch schon gehört habt. Und darin sehen wir eben ein großes Problem, deswegen auch, weil sobald eine Technologie verwendet wird, dass es ganz einfach ist, sie auch noch auszuweiten, sprich eben für die automatische Gesichtserkennung zu nutzen und damit auch mit Pilotversuchen auf dem Weg der Hintertür einfacher zu einer Erlaubnis und zu einer gesetzlichen Grundlage zu kommen. Wir haben aber auch positive Beispiele, nicht aus der Schweiz, aber allerdings aus beispielsweise aus San Francisco, die 2019 als Stadt die automatische Gesichtserkennung, diese Technologie verboten haben. Und dahin möchten wir auch. Wie schon angetönt, sind wir eine Koalition aus diesen drei NGOs und wir setzen uns eben für dieses Verbot ein. Das Ziel ist ein Verbot von automatischer Gesichtserkennung im öffentlichen Raum in den Städten der Schweiz. Nun fragt ihr euch vielleicht, warum nur in den Städten? Nun, einerseits eben auch deswegen, weil in den Städten schon ganz viele Kameras natürlich aufgestellt sind, die man an diese Gesichtserkennungssysteme dranhängen könnte. Andererseits aber auch, weil sich in den Städten natürlich ganz viele Menschen aufhalten, viele Leute pendeln in die Stadt. Da ist irgendwie im Moment auch die Notwendigkeit eines Verbots aus unserer Sicht am meisten gegeben. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass es nicht auch an anderen Orten oder grundsätzlich ein allgemeines Verbot von automatischer Gesichtserkennung bräuchte. Nun, warum fordern wir ein Verbot und kein Moratorium? Lilian hat es vorhin angetönt. Wir haben diese Verhältnismäßigkeitsgeschichte, wir haben die Geschichte mit der Diskriminierung. Wir sind einfach der Überzeugung, dass sich die Gesichtserkennungstechnologie niemals so sehr verbessern könnte, einerseits, dass Diskriminierung ausgeschlossen werden kann und andererseits ist die Verhältnismäßigkeit auch bei einer verbesserten Gesichtserkennungssoftware natürlich nicht gegeben. Und darum fordern wir eben nicht ein Moratorium, um darauf zu warten, dass die Technologie vielleicht eben besser wird, wie man so schön sagt, sondern eben ein Verbot, weil sie aus unserer Sicht und grundsätzlich auch nie vereinbar ist mit Grundrechten wie der Versammlungsfreiheit, der Meinungsäußerungsfreiheit und der Privatsphäre.
Die Adressatinnen dieser Kampagne sind jetzt zuerst mal der Städteverband und die Exekutiven der größeren Städte in der Schweiz, an die wir die Petition richten, die wir lanciert haben im November. Und wir hoffen auch, dass wir damit auch ein bisschen dieses Thema aufs Tapet bringen können bei diesen Städten auch, bei den Verwaltungen, dass sich eben auch die Politik endlich um dieses Problem kümmern muss. Wir haben aber glücklicherweise auch schon Unterstützung aus der Politik. Gleichzeitig mit der, oder beziehungsweise kurz nach der Einreichung, sondern nach der Lancierung der Petition, gab es Vorstöße auf kommunaler Ebene in Zürich und Lausanne, wo eben auch so ein Verbot gefordert wird der automatischen Gesichtserkennung, und ein Vorstoß auf kantonaler Ebene im Kanton Basel-Stadt. Was sind die Herausforderungen dieser Kampagne oder dieser Petition? Nun, wie ich schon angetönt habe, ist es nicht nur in den Städten ein Problem, sondern ein Problem, das grundsätzlich ist und überall, wo der öffentliche Raum ist, wo man sich eben nicht dem entziehen kann. Also man kann ja nicht plötzlich auf den öffentlichen Raum verzichten, wenn man nicht überwacht werden möchte. Also es ist eigentlich keine Option. Eine weitere Herausforderung ist, dass ein Verbot auf kommunaler Ebene beispielsweise nicht für die Kantonspolizei gelten würde. Da würden dann kantonale Gesetze gelten. Das ist ein Problem grundsätzlich. Also auf kommunaler Ebene kann man aber trotzdem schon etwas regeln. Also es ist nicht ein völlig sinnloses Verbot, das wir fordern. Einerseits ist es ein wichtiges Zeichen natürlich, wenn Städte so ein Verbot auf kommunaler Ebene erzielen. Andererseits ist es auch, natürlich sind beispielsweise öffentliche Verkehrsmittel, die ja städtisch betrieben sind oder oft städtisch betrieben sind, dann von dieser automatischen Gesichtserkennung ausgeschlossen. Wenn es ein Verbot auf kommunaler Ebene gibt, und so haben wir auch schon mal einen großen und wichtigen Teil dieses öffentlichen Raums damit abgedeckt, wo eben das Verbot dann herrschen würde. Nichtsdestotrotz müssen wir weitergehen, also es ist auch uns klar, und ich denke, dass wir, wenn wir diese Petition dann hoffentlich erfolgreich gesammelt haben und eingereicht haben, auch weitergehen möchten und die kantonale Ebene oder eben auch sogar dann die Bundesebene anstreben. Vielleicht noch zwei kurze Worte. Wir haben auch, also Aktivistinnen und Aktivisten von Algorithm Watch haben hier jetzt in Zürich und Basel auch Statuen verhüllt, um darauf aufmerksam zu machen, dass eben die Statuen, die dem öffentlichen Raum eigentlich völlig ausgeliefert sind, sich nur schützen können, wenn sie sich eine Papiertüte über den Kopf stülpen und um nicht erkannt zu werden von dieser Technologie. Was die Statuen können, können wir als Menschen, die den öffentlichen Raum benutzen und sich darin bewegen, natürlich nicht. Wir können nicht eine Papiertüte uns über den Kopf stülpen, und deswegen braucht es eben dieses Verbot, braucht es die Petition. Ich habe schon gesagt, hier gibt es Bilder von Zürich und Basel, es gab aber auch gleichzeitig in Berlin und in Budapest und anderen Städten in Europa solche Aktionen, wo eben Statuen verhüllt wurden. Genau, und deswegen auch mein Aufruf und mein Plädoyer: unterschreibt alle die Petition, teilt sie mit mit dem Umfeld, mit den Freundinnen und Freunden, und sagt, dass es eben ganz wichtig ist, dass wir diese Petition sammeln können. Das Sammelziel ist 10.000 Unterschriften. Wir haben jetzt 5.700 und die Petition dauert noch bis Ende März. Also es gibt noch ein wenig Zeit, aber der Zeitdruck steigt, und darum dieser Aufruf: bitte unterzeichnet diese Petition unter www.gesichtserkennung-stoppen.ch. Und damit würde ich zum Teil übergehen, wo die Fragen kommen und beantwortet werden, und möchte meine MitreferentInnen wieder nach vorne bitten, damit ich hier nicht so ganz alleine dastehe. Ja, besten Dank der Referentin und den beiden Referenten. Es sind schon zwei Fragen im Chat gestellt worden. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Die erste Frage: Wie würde die Einhaltung eines Verbots sichergestellt werden? Wer mag dazu eine Antwort, vielleicht eine kürzere Antwort geben, dass wir noch Platz haben für die restlichen Fragen?
Also wenn ich die Frage richtig verstanden habe, wäre das vielleicht eine rechtliche Frage. Also ich nehme an, dass die Frage ist, wo man so ein Verbot statuieren könnte. Sehe ich das richtig von der Fragestellung her? Also ich weiß, ich kann die Frage auch nicht weiter interpretieren. Wie würde die Einhaltung eines Verbots sichergestellt werden? Das lese ich im Chat. Also das heißt, wie kann ich sicherstellen, dass nicht doch irgendjemand Gesichtserkennung dann einsetzt, obwohl es verboten ist? Also vielleicht ist ja wie bei anderen, also ich kenne mich ja juristisch nicht aus, aber wenn etwas verboten ist, heißt es ja nicht, dass man, also ein Delikt, ein Diebstahl kann ja trotzdem passieren, obwohl er verboten ist, oder? Und dann gibt es, also... Es geht dann eigentlich um eine verfahrensrechtliche Frage. Verbote sind aber eben jetzt im Recht oder also aus öffentlich-rechtlicher Perspektive, ich kann es leider immer nur aus öffentlich-rechtlicher Perspektive beurteilen, deshalb eigentlich sehr unüblich für die Schweiz, weil man eben diese gesetzliche Grundlage braucht, damit etwas überhaupt erlaubt ist. Also deshalb ist im öffentlichen Recht eigentlich immer davon auszugehen, dass etwas erlaubt wird und nicht etwas verboten wird, wenn man jetzt in der Gesetzgebung kohärent bleiben möchte. Aber wenn man eben, wie Tobi richtig gesagt hat, noch ein bisschen den Blickwinkel öffnet, geht es dann immer um verfahrensrechtliche Fragen. Und jetzt oft wird jetzt Gesichtserkennung im strafrechtlichen Kontext eben diskutiert, im polizeilichen Einsatz. Dort muss man dann in den jeweiligen Kantonen die Rechtsgrundlagen betrachten, beziehungsweise die verfahrensrechtlichen Grundlagen. Das ist dann von Kanton zu Kanton unterschiedlich zu bewerten. Vielen Dank. Die nächste Frage ist, wie verkauft man den Leuten, dass man ihnen mit der Petition die Aussicht auf kassenloses Einkaufen und billettfreies Zugreisen wegnimmt? Soll ich? Ich glaube, also grundsätzlich, das ist interessant, weil es nicht das ist, was uns am meisten... Als von der Gegnerinnenschaft entgegenkommt, sondern eigentlich ist es ja oft wird darauf gepocht, dass es eben, dass man damit auch viele Straftäter einfacher erwischen kann, die eine Straftat begangen haben. Unsere Antwort auf solche Dinge sind grundsätzlich immer, dass es einfach absolut unverhältnismäßig ist, wenn man die ganze Zeit auf Schritt und Tritt überwacht wird, dass hier unglaublich viele Daten auch verarbeitet und gesammelt werden und dass sich dadurch eben auch die Grundrechte massivst verletzt werden. Und wir leben in einem Rechtsstaat. Da ist es wichtig, dass diese Grundrechte eingehalten werden. Ich glaube, das ist sicher eine Herausforderung, dass wir die Debatte auf dieser Ebene führen können und dass wir eben darauf pochen, dass diese Grundrechte nicht einfach aufgrund von irgendwelchen Sicherheitsbedenken oder auch Bequemlichkeitsbegehren irgendwie, dass wir die nicht deswegen einfach aufweichen. So. Vielleicht möchte jemand noch ergänzen von euch. Es gibt noch eine dritte Frage. Vielleicht nur kurz. Also die Problematik hat man ja auch generell bei der kommerziellen Überwachung und der digitalen Selbstverteidigung, sodass es Leuten durch das Bequemlichkeitsargument, und es ist ja tatsächlich einfacher und bequemer, einfach seine Daten immer herzugeben, immer halt accept zu klicken bei den Cookies und dann eben seine Daten herzugeben. Und ich glaube, das ist eine Problematik, wo wir Bewusstsein herstellen müssen und ein Problemverständnis in der Bevölkerung. Herzlichen Dank. Dann ist da noch die dritte Frage, die wir eventuell in die anschließende Diskussion dann mitnehmen können. Befürchtet ihr, so heißt die Frage, mit eurem Engagement für ein solches Projekt auf einer Liste der Bundesbehörden zu landen? Es ist jetzt schon beinahe Viertel nach. Wärt ihr einverstanden, dass ihr diese Frage dann mit den Personen, die euch noch folgen, in die anschließende Diskussion dort weiter diskutiert? Dann wäre damit dieser Frageteil abgeschlossen. Wer sich eben weiter unterhalten soll, möchte mit der Referentin und den beiden Referenten, möge doch bitte auf den Knopf anschließende Diskussion klicken. Nochmal ganz herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Und der nächste Vortrag hier in der Aktionshalle startet um 16.30 Uhr.
das wird von Marcel Waldvogel sein, muss es denn immer Blockchain sein? Herzlichen Dank fürs Zuschauen.